nicht verstehen, was die Leute an diesem Spiel finden. Und mit die Leute meine ich in erster Linie den Kollegen Michael Graf. Ja, StarCraft, das bis heute beste Echtzeitstrategiespiel. Mehr sage ich dazu nicht. Ich spreche jetzt wahrscheinlich das größte Sakrileg aus, das man im Bereich der Computerspiele aussprechen kann. Und auf die Gefahr hin, dass sie mich deswegen nie wiedersehen werden. Ich habe StarCraft nie gespielt. Ja, aber ich habe es auch nie gespielt. Und mir ist es gar nicht peinlich. Das Spiel hat so gut wie alles richtig gemacht, bis auf die Grafik. Es sieht halt aus, wie es aussieht. Mhm. Aber die tollen drei Völker, der geniale Mehrspielermodus, die super Kampagne. Toll, 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 toll. Das will ich genauso wieder haben. Und ich kriege es auch. Das heißt nur StarCraft 2 jetzt. Welche Packung hast du denn gekauft? Ich hatte die mit den Terranern drauf. Gab es da unterschiedliche? Drei unterschiedliche. Gab es ja auch bei Warcraft 3 und da gab es halt einen Terraner mit Protoss und mit Zerg drauf. Mit dem Protoss-Kopf drauf. Das ist aber ein Spiel, das du heute immer noch wieder spielen kannst. Mhm. Weil natürlich sieht die Grafik abartig aus, aber der taktische Anspruch durch die drei Völker ist halt immer noch genial. Also das spiele ich noch lieber als irgendwie CNC 3 oder sag mal ein anderes beliebiges Spiel. Irgendein anderes beliebiges richtig. Spiel. Richtig. Also das ist, wie gesagt, toll. Es ist einfach toll. Wahrscheinlich sind wir auch zu wenig Koreaner, um StarCraft zu mögen, weil in Korea ist das ja eigentlich schon kein Spiel mehr und auch schon kein Sport mehr. Das ist ja im Grunde dort schon eine Religion. Und das auch noch nach über 10 Jahren. Das ist echt erstaunlich und fast ein bisschen erschreckend. Und ich kenne heute noch jeden Charakter aus der Kampagne. Übrigens, wahrscheinlich, du kennst die Kampagne sogar besser als die Entwickler selber. Ja, ich glaube schon. Tassada und Kerrigan und Jim Rayner und Saas. Das war noch die Zeit, in der man als Studio wie Blizzard seine Texte selbst eingesprochen hat. Also die ganzen Mitarbeiter, alle Texte, die man da drin hört, fast alle sind von Mitarbeitern vertont. Unter anderem Bill Roper zum Beispiel, der hat als Producer mitgemacht, der spricht Phoenix, den Protoss-Helden. Und der Overmind und Phoenix und die anderen. Na also siehst du, kennst es doch ein bisschen. Gott, ja. Das Versagerspiel aus dem StarCraft-Universum. Star Wars Rebellion. Man hatte so viel Hoffnungen gehegt, dass endlich mal ein gescheites Strategiespiel kommt. Und das klang alles so gut in der Theorie. Vor allem war das erste Strategiespiel im Star Wars-Universum, die Premiere. Und es war noch nicht mal Echtzeitstrategie, sondern halt so ein... Naja, war schon in Echtzeit. War in Echtzeit, aber es war nicht klassisch Basen bauen und kämpfen, wie wir das kennen, sondern Icons verschieben auf einer Karte. Es ist ein Weltraum-Strategiespiel, das allerdings eher an so ein Kartenspiel erinnert und wirklich also Schlaftablette galore in Bits- und Bytes-Form gepresst. Star Wars Rebellion, ach Gott, Star und Wars, und das, da hört es ja schon bei mir auf, ja, ist ein Star Wars Spiel, Rebellion, und noch dazu ist es ein Strategiespiel und ein schlechtes. Also LucasArts hat sich damit damals keinen Gefallen getan, das auf den Markt zu bringen. Ja, letztes Mal habe ich noch behauptet, bei Star Wars sei es mir ganz egal, was man da spielt, ob Jabba auf dem Klo oder was auch immer. Es gibt Ausnahmen. Es gibt halt wirklich Ausnahmen. Und man muss sagen, dass das Star Wars Universum hatte kein Glück mit Strategiespielen lange Zeit. Ja. Das hier war ein Flop, danach kam Force Commander 2000, das war ein Flop, furchtbar. Galactic Battlegrounds war ein Flop und erst vor 2 Jahren Empire at War, das war das erste richtig gute Strategiespiel im Star Wars. Es ist erstaunlich, wie beeindruckend man eine so dermaßen starke Lizenz in den Sand setzen kann. Hier packen eine Schlacht, guck mit Sternzerstörer und sowas. Cool. Guck mal da hinten. Ja, guck mal, ein X-Wing. Aber ich finde, das darf man an dieser Stelle wie in den letzten 2 oder 3 Ausgaben auch nochmal sagen, ich finde Star Wars eh doof. Ich finde Star Wars super, aber ich fand das Spiel doof. Ach, das letzte Mal immer mit Michael Trier gesessen, jetzt habe ich den falschen Partner, verdammt. Es tut mir leid, Star Wars ist natürlich super. Ja. Selbstverständlich. Toni, mach mal weiter, das Spiel ist furchtbar. Damals waren die Fußballspiele noch ganz, ganz, ganz groß. Das war das offizielle Spiel zur Fußball-WM 1998 in Frankreich, wo Frankreich dann auch Weltmeister geworden ist. Macht dir nichts draus. Ja, ich glaube, als dieses Spiel angekündigt wurde, habe ich einen Tanz auf dem
Ort, wo ich gerade war, gemacht. Das heißt, angekündigt, dass schon der Vorgänger der FIFA-Version 98 hieß Road to World Cup, die WM-Qualifikation. Richtig. Das war von langer Hand vorbereitet. Selbstverständlich. Und es war trotzdem eines der schönsten Erlebnisse für einen Sportspielfan, dass EA Sports gesagt hat, wir machen jetzt das offizielle Spiel zur WM. Es gab nur Nationalmannschaften und man konnte halt nur Nationalmannschaftsturniere aus... Also VVV entfiel in dem Spiel. Richtig. Verein versus Verein. Genau. Oh. Ah. Selbstverständlich. Damals haben wir übrigens schon kritisiert, dass die Gamepad-Belegung, dass man die nicht selbst editieren konnte. Und ich glaube, es hat sich ja noch über Jahrzehnte gehalten. Ja, das ist eine fast schon liebgewonnene Tradition geworden. Und naja, also die Präsentation war ganz groß, also original Fangesänge und das war alles richtig, richtig dicht und die Spieler haben sich unglaublich gefreut, wenn du ein Tor geschossen hast, also es war alles ganz toll präsentiert und für damalige Verhältnisse, hallo, das ist 10 Jahre her. Aber es ist schon immer noch Fußball, oder? Ja, 2 Tore, 22 Spieler und so. Ja, strunzlangweilig, wie die WM damals halt auch war. Wer spielt denn da die ganze Zeit im Mittelfeld rum? Da passiert ja nichts. Deutschland gegen USA war übrigens eine Begegnung, die wirklich in der Vorrunde stattgefunden hat damals. Deutschland hat gewonnen. Ich erinnere mich. 2-0. Oh mein Gott, ein Oldschool-Rollenspiel. Mit Sicherheit auch hier eines der albernsten Intros aller Zeiten. Man braucht wahrscheinlich 15 Hände, um die ganzen Spiele mit Might & Magic im Titel abzuzählen. Ich glaube, das ist das Gefühl 35. Das, was du aber am meisten gemacht hast in dem Spiel, ist ärgern. Ja. Weil es nämlich so hackeschwer war. Ja. Ja. Also sterben, laden, wenn hingehen, wieder sterben. Ja. Try and error. Wir sind Zeuge hier des Niedergangs einer großen Rollenspielserie. Might & Magic war bis zum 5. Teil eine echt anerkennenswerte Serie. Und der 6. ist eine Katastrophe. Er hat einen Dirndl angehabt, oder? Ja, aber es war halt umfangreich. Wie alle Might & Magics. Ja. Ja, das ist ja dieses Jahr, seit jeher sind das ja Kolosse. Mhm. Schön, das ist ja, da kann ich ja. Ne? Das ist der Mount Everest der Rollenspiele. Warum fallen die einfach so um? Totklicken. Das hat in Diablo doch auch funktioniert. Ach, das sind also Rollenspiele. Das ist ja aufregend. Ganz schön was verpasst in den letzten 10 Jahren. Quasi der Marianengraben der Online-Rollenspiele, wenn man auch noch dazu, ja. Quasi Marianengraben, ja. Und Mount Everest. Ja, so quasi in Komplexität ertrinken und zugleich nach oben kämpfen. Genau. Oder so. Aber eigentlich kann man das sich nicht mehr anschauen. Also ganz ehrlich, ich finde das furchtbar. Für damalige Verhältnisse sah das auch unfassbar schlecht aus. Das hat damals hatte GameStar ja noch dieses Notensystem, was die Bewertung angeht, den Grafik, Sound, Bedienung und so, da hatte das damals schon ein ausreichend bekommen. Und das war ja jetzt nicht gerade so ein Gütesiegel für ein Spiel optisch. Ja. Meine Damen und Herren, Sie erleben hier ein persönliches Trauma. Ruhig, ganz ruhig. Es wird alles wieder gut. Dieses Spiel ist 10 Jahre her, Christian. Ja, es verfolgt mich immer noch in meinen Träumen. Hilfe! Catherine denkt, wir sollten für Jodie ein Haustier kaufen. Wie bitte? Einen kleinen Hund wie Punky. Die Versuchung, ein interaktiver Film mit Sex. Aus. Ja. Ich versuche nur wieder etwas Leben in ihr. Ah, das ist doch schon besser. Die Versuchung. Mal wieder interaktiver Film, oder? Oder inspirieren. Oh Gott, noch ein interaktiver Film. Das war gar nicht schlecht. Das ist meiner Meinung nach. Aber es sieht aus wie ein Softporno. Es war ja auch ein Softporno. Echt? Ja, das hatte Sexszenen drin. Softporno-Sexszenen, die übrigens für die DVD-Variante dann, die du in deinem DVD-Player spielen konntest, rausgeschnitten wurden. Ach Mensch. Das habe ich aber erst gemerkt, als ich vergeblich danach gesucht habe. jetzt kommt's raus. Aber bei dem Spiel gab es irgendwie so eine psychologische Komponente. Du hast auch noch irgendwelche Psychotricks, Tipps und Fragen hast du gestellt bekommen und musstest die beantworten. Und wenn du immer irgendwie mit sexuellen Andeutungen geantwortet hast, von wegen, ja, hier, die, sie ist gerade müde von der Liebe und so weiter. Kommen solche Bilder? Naja, da kamen sogar so leichte Sexvideos. Also nur so Schmuse halt. So 90er Jahre Gefummel halt. Oh Gott, was kann man sich darunter vorstellen? Furchtbar. Das war aufschlussig. Ah, Sex. Lassen Sie uns das etwas später Erotik.
Das ist so ein psychoanalytisches Gedönskirchenspiel. Also du wirst dann hinterher ausgewertet, das ist wahrscheinlich von den Scientologen. Eigentlich. Also ich sag mal so, wenn sich die Frauen da nicht noch ausziehen würden, wäre es ein Frauenspiel. Weil so viel gelabert wird. Ja, genau. Wegen dem Psychokram, braucht doch keiner. Dieses Spiel 1998 kam auf eine DVD, mit einer DVD in der Packung schon. Das war schon ziemlich sensationell. Das hat ja auch 5 Jahre vorher. Hat ja auch Jahre gedauert, bis es sich endlich durchgesetzt hat, das ist richtig.